Weitspringer Markus Rehm springt regelmäßig über 8 Meter. Und das trotz eines amputierten Unterschenkels. Am Freitag startet der Prothesenspringer bei der Leichtathletik-WM der Behindertensportler in Katar und ist wieder einmal der Favorit auf den Titel im Weitsprung. Der 27-Jährige zeigt sich höchst motiviert. Bei jeder WM bin ich immer Bestleistung gesprungen. Das wäre natürlich ein Traum, diese Serie fortzusetzen. Ist nicht ganz einfach sicherlich, wirklich so am Ende des Jahres, nach einer langen und sehr erfolgreichen Saison auch, sich noch mal zu motivieren. Aber 8 Meter sollte schon vorm Komma stehen. Und natürlich würde ich auch gerne den Titel verteidigen, ganz klar. Der Paralympicsieger von 2012 wird dann noch einmal mehr in den Fokus rücken als sonst schon. Die WM wird die erste Para-Großveranstaltung seit Jahren ohne Oscar Pistorius sein. Der ehemalige Topstar der Szene, der 2014 wegen fahrlässiger Tötung seiner Freundin Reva Steenkamp zu 5 Jahren Haft verurteilt worden war, wurde am Montagabend aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen. Der Vergleich mit Pistorius passt jedoch nach Ansicht von Rehms Trainerin Steffi Nerius nicht ganz. Was so Marketing-PR angeht, ist ja Oscar Pistorius einfach noch 35 Stufen über ihn. Weil es einfach, ich weiß nicht, also woran es liegt, ob es nun Deutschland und Südafrika der Vergleich ist, aber der halt hat wirklich Sponsoren und Marketing hinter sich gehabt, wo er einfach Millionen verdient hat auch im Jahr. Und das ist in Deutschland einfach unmöglich. Insofern ist es schon noch eine andere Nummer, aber rein, was das Sportliche angeht, ist es mindestens vergleichbar. Vor allem, wenn Rehm zum 3. Mal in Folge Weltmeister werden sollte. Denn das hat auch Oscar Pistorius noch nicht geschafft. In Katar hat Markus Rehm nun die Chance dazu.